Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von Green Hell. Beim Habaku-Dorf und alle Wächter stehen an ihrem Platz. Endlich haben wir es geschafft, ein bisschen Vertrauen gewonnen. Ja, ich wollte eigentlich ein Feuer machen, damit ich schnell mir noch ein bisschen Fleisch abbraten kann. Aber vorher würde ich gerne nochmal schauen, ob ich dieses blaue Dingens hier finden kann. Von dem ich jetzt doch denke, dass das hier sein muss. Es ist doof, dass das hier im Dunkeln ist, deswegen erkennt man es nicht so gut. Vielleicht irre ich mich auch und es ist doch woanders, aber ich glaube doch schon. Man hat auf jeden Fall diese beiden kleinen Häuserchens im Blick. Hier, die beiden hat man im Blick. Die Palme steht vielleicht ein bisschen im Weg. Ist das... Warte mal, habe ich es da gerade gesehen? Ist das hier der Baumstamm? Ja... Guckt euch das an. So sieht das also aus. Aus wie so ein bisschen... Naja, blaues Harz. Ich bin mir nicht ganz sicher, woraus es besteht. Und ich weiß vor allem gar nicht, ist das überhaupt gut, das kaputt zu machen? Ich mache das einfach, aber... Na gut, die Quittung werden wir ja bekommen dann vielleicht irgendwann. Positiv oder negativ. So, wie sieht's denn aus? Kann ich hier drunter vielleicht noch ein Feuer bauen? Ich glaube, das habe ich schon mal probiert. Hier direkt aufs Bett. Hier ist noch eine Feuerstelle. Eine alte. Aber hier, damit die Füße schön warm sind. Ich hoffe, das zählt noch. So, wir brauchen ganz viele Stöcke wieder. Maden habe ich, glaube ich, noch genug, ne? 5 Stück. Falls mir mal wieder eine Wunde infiziert. Kleiner Stock, noch einer. So, und dann können wir das hier anmachen. Schön die Schuhe kaputt reiben. So, wie viel Fleisch ist das? 3 Stück sogar. Mit dem dritten könnte ich ja vielleicht sogar mir eine Suppe machen. Dann nehme ich vielleicht 2 Fleisch mit und mache mir eine Suppe aus dem anderen. Ne, waschen brauche ich mich nicht. Ich wollte nur Wasser zapfen. Ist nicht mischbar, ne? Dann machen wir das doch so. Kann ich vielleicht hier, während das noch vor sich hin brät, einen Antiparasitenpilz essen? Ist hier irgendwo einer? Ich will nicht zu weit weggehen. Aber ich glaube, wegen dem einen Parasiten wird es auch weitergehen. Moment, wir hatten noch diesen einen fetten Stamm, wo vielleicht auch blaue Pilze dran sind. Wenn ich Glück habe. Huch, das war nur ein blauer Schmetterling. Nee, hier ist nichts dran. Ach, das braucht noch. Müdigkeit schlägt wieder zu. Ist hier oben vielleicht irgendwas? Hat nichts zu sehen. Das ist ja schön. Dann fehlt uns ja jetzt eigentlich noch welches... Das haben wir, das und das. Dann fehlt nur noch dieses eine. Dann haben wir die alle zusammen.
Ich darf bloß die Tonschüssel nicht vergessen, wenn ich sie gleich verwende. So, Nummer 1 und Nummer 2. Schöne Fleischsuppe. Wahrscheinlich wird die mich schon wieder ein bisschen wach machen. Hm. 65, ja doch, 15 Energie, macht sogar gut wach. So, mitnehmen und das Feuer ausmachen. Sehr gut. Speichern wir doch direkt mal. Und dann müsste ich mal überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Wir müssen ja jetzt neue Legenden wiederfinden, weitere Legenden finden. Im Prinzip kommt da ja für mich hauptsächlich der Sumpf, das Sumpfgebiet hier in Frage. Hier sind sicherlich noch einige versteckt. Ich schließe nicht aus, dass wir hier vielleicht auch noch welche übersehen haben. Wobei es hier so schwierig war, das zu lesen, ne? Ich könnte hier unten vielleicht nochmal schauen. Dann vor dem Übergang hier zum Sumpfgebiet. Aber vorrangig muss ich im Sumpfgebiet suchen. Wäre jetzt meine Idee. Weißt du nicht, geht das hier vielleicht irgendwie einen Berg hoch? Ich verstehe manchmal die Karte nicht. Ob das Dunkle bedeutet, dass es hier eine Anhöhe ist, dass es hier einen Berg hoch geht. Und dass man hier vielleicht irgendwie auch so den Berg hochgehen kann. Ich weiß es nicht genau. Wir haben es jetzt, wie spät? 13 Uhr. Wenn ich jetzt ein bisschen schlafe. Ist hier so spät gleich. Aber trotzdem, ich mach das mal. Ich werde noch ein bisschen schlafen. Und dann gehen wir weiter. So, nur bis 16 Uhr, dann ist es nicht ganz so dunkel, hoffe ich. Ich hoffe, dass wir unterwegs vielleicht nochmal eine Hütte finden, irgendwas. Ah, sehr gut. Hier Speer schärfen. Ich guck mir das viel zu wenig an, was die immer so machen. Dabei bin ich doch Forscher. So, hier. Wunderbar. So, wir müssen jetzt eigentlich welche Richtung überhaupt? Süden, ne? Süden, komplett Süden. Das ist auch ein unsicheres Wasser. Da oben geht's da irgendwo hin. Mich jetzt ein bisschen erschrocken, die Kokosnuss. Ich glaube, da ist noch Fels. Da geht es irgendwo weiter. Hm. Brauche ich eigentlich alles gerade nicht. Kohlenhydrate vielleicht ein bisschen. Das müsste die kleine Wasserstelle auf der Karte sein, oder? Aber eigentlich ist auch nur eine Pfütze. Hm. Haben wir eigentlich noch genug molinäre Verbände? Drei Stück? Tabakhammer vor allem sehr viel. Ich würde jetzt mal sagen, das reicht. So, hier können wir nur nach unten schauen.
Genau, hier war der Fischer. Hier geht's nach unten. Genau. Dann bin ich jetzt wahrscheinlich, wow. 26, 25. Genau. Und Richtung Westen ist hier aber nichts. Das da. Da müsste ich meine Hütte auch noch haben. Da kann ich vielleicht doch nochmal schlafen und speichern. Aber ich schaue mich hier nochmal ganz kurz um. Ob ich nicht was übersehen habe. Die hier bringen Kohlenhydrate, die esse ich direkt. Macht mich sogar wieder ein bisschen wach. So, hier geht's aber auch nicht wirklich weiter. Okay. Dann schlafen wir mal wieder bis so 5:30, würde ich sagen. 2:22 Uhr. Das reicht nicht. Das erinnert mich so daran, dass ich manchmal auch so um die Zeit so, na gut, meist eher so 3 Uhr so, werde ich immer nochmal wach und schlafe dann weiter. Kennt ihr das auch? Oh, oh shit. Jetzt habe ich ein bisschen zu lange geschlafen. Jetzt natürlich mächtig Durst. Nüsse, ja, Fett, Nüsse brauche ich. Die halten noch eine Weile. Hier, Nüsse haben wir da. Die halten noch ein bisschen. Esse ich aber trotzdem. Und wir brauchen Wasser. Oh, ich hatte nur noch einen von Parasitenpilzen. Was ist denn du wieder? Wer krabbelt denn hier wieder? Mr. Egel, nicht bei mir. Mr. oder Mrs. Egel. Gott. Das sieht alles immer so rutschig aus. Das Sumpfgebiet, mein Lieblingsgebiet. nützt ja nix. So, wie fangen wir denn hier an? Bad idea. Er sagt, Jake sagt auch, das ist eine schlechte Idee. Die ganzen kleinen Inselchen hier könnten ja theoretisch Stellen sein. Ich bin, denke ich mal, letztens am Rand lang gegangen. Das heißt, hier müsste ich eigentlich überwiegend alles haben. Das heißt, ich würde mich vielleicht jetzt mal östlich am Rand halten. Vielleicht ein Hütchen zum Speichern bauen. Mal gucken, erstmal ein bisschen wandern. Wandern und hoffen, dass ich nicht wieder von einem Krokodil überrascht werde. Was ist das da? Höre ich da schon was? Habt ihr das auch gehört? Hä? Oh shit, ich glaube, da war eins. Direkt unter mir. Und da ist auch direkt ein Stein. Heilige Scheiße. Direkt, ne? Da habe ich das wohl auch richtig gesehen. Nee, das ist ein Ast dort hinten. Nee, das gibt's zwar nicht. Kaum im Wasser. So, ich habe doch hier einen Stein gesehen. Da. Lost in the great river. It no longer visits. Okay. Nehmen wir mal an, das reicht dann noch nicht für irgendwas Neuem. Hier fehlen 2. Hier fehlen 4.
Und hier fehlt jetzt noch einer. Wird allmählich. So, wo gehe ich denn jetzt hier weiter? Ich muss hier irgendwie weiter versuchen. Hoffentlich werde ich nicht gleich wieder erwischt hier. Das hat mich vor allem so weggezogen, das Krokodil. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie ich dachte erst, ich habe den Maprand erreicht. Dass mich das so wegzieht. So, ich guck mal, dass ich hier vielleicht... Naja, eine Hütte kriege ich mit dem Zeug hier nicht hin, oder? Doch, könnte das reichen? Irgendwas, wo ich hier ein bisschen mich absichern kann. Schauen wir mal. Ist ja auch sehr gut gefallen. Kommt der andere gleich nach. Achso, ich hab den noch dabei. Ah, der steht natürlich sehr ungünstig. Naja, wenigstens fällt der einigermaßen günstig. So, jetzt noch die Langstöcke. Nee, doch, einer fehlt noch. Genau, und jetzt die Palmblätter. Dafür steht Gott sei Dank hier direkt eine parat. Ich hoffe, dass die reicht. Also, nee, die wird nicht reichen. Weil eine reicht eigentlich nie. Drei Stück brauchen wir. Kann ich die ja zerstören? Nee, ich kann die nur mitnehmen. Und dann muss ich woanders jetzt Palmblätter herbekommen. Was nicht gehen dürfte. Ach, so ein Mist. Ich kann keine Palmblätter hier rübertragen. Dann muss ich es wohl nochmal woanders probieren. Ärgerlich. Ich will die Stöcke wenigstens mitnehmen, soweit es geht. So, Seil. Habe ich, glaube ich, nur eins gebraucht. Kein Platz mehr. Ach, ich habe den Bambusstock da noch drin. Probieren wir es doch mal an der nächsten Insel. Dem Krokodil habe ich ja echt Schwein gehabt. Das hätte mich normalerweise töten müssen. Okay. Kriege ich das hier hin? Hier habe ich eine Palme. Ansonsten, nee, das Dach, wenn ich hier mir so einen Überstand baue, das wird auch nicht reichen. Das heißt, auch hier kann ich mir keine Hütte hinbauen. Das sieht mir irgendwie nach Piranhas aus hier. Ich denke mal, hier ist auch der Rand. Das heißt, weiter zu der Insel.
Scheiße, zurück. Ich gehe lieber zurück und versuche den irgendwie hinzulocken und zu töten, weil so ist mir das jetzt zu gefährlich. Ich weiß nicht, wo das jetzt auftaucht. Das dürfte mir ja folgen. Ich habe nicht gerade wieder eine Nuss runterfallen hören. Willst du mir doch nicht erzählen, dass das Krokodil mir nicht gefolgt ist? Hier sind echt viel zu viele von denen. Oder ich gehe dort zurück und auf die Insel da. Ich will jetzt nicht ewig warten. Ich sehe es nicht. Seht ihr es? Ich bin echt mutig, hier lang zu gehen nochmal. Gott, das ist so eine schlechte Idee. Da hinten sehe ich eins kommen. Das ist ein anderes jetzt, oder? Das war nicht das gleiche. Schnell weiter zur nächsten Insel. Da ist ein Fischer. Da bin ich doch sicher, das ist ein Fischer. Wenn da ein Fischer ist, dann ist da kein Krokodil. Oh Gott, was ist da unter mir gerade gewesen? Hallo, Herr Fischermann. Hast du wieder mal deinen Bogen vergessen? Es ist gerade sehr ungünstig, den abzugeben. Aber ich könnte mir hier schnell eigentlich einen neuen machen. Pfeile habe ich auch nicht so viele eigentlich. Ach Mann, was machst du? Oh, du, ein Bambusspeer hast du. Du, ach, so gehst du hier. Ah, ich sehe schon. Und drei Larven, ja. Das muss ich erstmal. Das muss ich erstmal bauen. Na, sieh mal einer an. Also nicht immer nur einen Bogen. Jetzt muss ich aber erstmal kurz schauen, wie baut man den eigentlich? Waffen. Müsste eigentlich hier stehen in der Seite irgendwo. Vierzackiger Speer, langer Stock, kleiner und Seil. So. Langer Stock, kleiner Stock. Nicht? Ja. Ach so, warte mal, so einen kleinen Stock wahrscheinlich. Und irgendwas fehlt noch. Ach, zwei kleine Stöcke, alles klar. Den Larven wird problematisch sein. Oh, der hat 57%, den muss ich auch bald wieder mal austauschen. So, hier hast du schon mal deinen Speer. Ach, ein Bambusspeer. Oh, immer diese Extra-Wünsche. Maden sind keine Larven. Ich glaube, den muss ich ignorieren. Warte mal, ich kam von da jetzt, ne? Das heißt, da müsste ich noch rüber. Eine Larve kann ich ja schon mal da lassen. Stein ist hier keiner. Tut mir leid, muss dich selber kümmern. Bestimmt rächt sich das gleich. Ich fühle mich echt so unwohl hier. In dem Gebiet.
So, hier ist auch nichts. Und wir sind wieder ziemlich am Rand. Dann würde ich mal weiter dahin gehen. Da ist das eine Fischfalle. Rechts hier diese Konstruktion. Sieht doch sehr danach aus. So, warte mal, hier könnte aber eine Hütte hinpassen. Hier müsste es gehen. Das sieht doch gut aus. Wenn mir jetzt noch nicht der Ast ausfehlt hier. Was ist das euer Ernst? Jetzt habe ich das eine, aber das andere nicht. Weil Palmblätter habe ich hier. Aber die langen Stöcke fehlen jetzt hier. Als ob er die sich hier nicht irgendwie rausbrechen könnte. Nee. Oder hier rausbrechen. Nee. Wird wieder nix. Das ist ja echt eine Schweinerei. Und jedes Mal verliere ich Material. Da müssen wir also wieder weiter. Wieder ein Risiko mehr eingehen. Da ist der Steinkreis. Da könnte ich vielleicht sogar was gebaut haben. Mal ein bisschen was essen zwischendurch hier. Ganzer Stress. Den hatte ich, das war auf jeden Fall einer gewesen, aber ja, habe ich schon gelesen. So, ich weiß zwar, dass ich noch irgendwo eine Hütte in der Nähe habe, aber ich baue jetzt trotzdem hier eine hin, so mitten in den Kreis rein. Die Leute werden sich bedanken. Aber hier habe ich definitiv die Materialien. Ja, den Fischer drüben könnte ich ja noch einen Bambusspeer bringen. Ich glaube, Bambus kriege ich hier irgendwo her. Aber die Larven, die finde ich eigentlich nicht so oft. Ich weiß gar nicht, wenn ich die sammle, das gibt auch Nomaden, oder? Die kann ich gar nicht sammeln. Nee, den Scheit will ich nicht. So, Palmblätter. Da ist immer wieder. Ich glaube, ich entweihe ihre Städte hier. So, nicht mehr viel. Sei Dank. Oh, puh. Ging mir jetzt die Muffe, dass ich das normal machen muss, alles. Okay, wir sind jetzt, ich schätze mal hier, oder? 23, 33? Ja, das müsste das sein. Ich gehe so mal davon aus, dass wir die Inseln abgeklappert haben. Hier ist eine und da hinten ist noch so eine kleine versteckte. Die würde ich jetzt vielleicht noch nehmen. Würde dann zurückkommen, hier rüber gehen. Ich glaube, so würde ich das machen. Ja, aber erst wieder in der nächsten Folge. Wir sind wieder mit der halben Stunde rum.
Von daher, vielen Dank fürs Dabeisein und bis in 2 Tagen. Tschüss, Leute.